Hey, 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 und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VDC Rank Klopp hier auf meinem Kanal. Ja, es geht halt weiter und zu guter Letzt mit meinem Pampros-Team, würde ich sagen. Es hat schon eine neue Season begonnen, tatsächlich. Ich habe bisher auch nur einen Kampf gemacht, wenn ich ehrlich sein darf. Das war Lowladder. Ich gehe normalerweise immer das Team ein, diesmal brauche ich es, glaube ich, nicht. Ihr seht, wie es ist. Hat sich nicht sonderlich viel verändert. Ja, es sieht auch so ein bisschen als Testaufnahme tatsächlich für mich noch so ein bisschen. Ich habe jetzt einen Elgato, das heißt, da kommt auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Qualität zustande. Ob das aber mit dem Greenscreen dann wieder läuft, ist eine andere Sache, weil die Capture Card, die Elgato braucht halt auf jeden Fall mehr. Phantoros haben wir noch gar nicht bekämpft, ne? Das finde ich cool. Ich hätte aber, glaube ich, wirklich einfach Dragapult und Zapdos, wenn ich ehrlich sein darf. Weil das auf jeden Fall sehr strong ist. Ich würde tatsächlich nochmal Juxi mitnehmen, auf jeden Fall. Und ja, das Kritische ist aber jetzt... Naja, abgesehen von Rilla ist Prim halt auch sehr strong, müssen wir halt sagen. Ich glaube, ich versuche es tatsächlich. Könnte auch sein, dass er mit, eigentlich versuche ich es, glaube ich, so. Auch nicht wirklich, though. Ich versuche es so, weil Pampros auf jeden Fall auch sehr, sehr stark. Ob das so gut war? Mal gucken. Pampros im Late Game ohne Dynamax könnte ich tatsächlich sehr gut sehen gegen dieses Team. Vielleicht war es auch ein Fehler. Naja, egal. Ich muss mehr spielen, muss ich auch ehrlich gesagt gestehen. Ich versuche es auch auf jeden Fall, mehr zu machen. Weil ich bin so ein bisschen aus dem Flow raus auch, nach der NPPL auch so ein bisschen. Togekiss und... Ja, okay. Ich glaube, der wird halt einmal Nasty plotten, ne? Ich glaube, wenn ich auf Dünerspuk gehe und Sturzflug, dann sollte ich den vielleicht sogar rauskriegen. Und ich glaube, der wird jetzt Follow Me Nasty Plot drücken, nämlich. Und ich glaube, mit der Kombination. Mit der Kombination könnten wir ihn eventuell rauskriegen. Okay. Das sieht auch so ein bisschen als Richtwert für mich, weil ich will das Team nochmal so ein bisschen improven. Das ist noch so ein bisschen die Beta, kann man fast sagen. Dynamax tatsächlich direkt, okay. Bin mal gespannt. Frage ist, nimmt er uns raus? Es könnte sein, es könnte sein. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass der erste Runde auf Nasty Plot geht. Spotlight ist klar. Bin mal gespannt. Mit einem Drop reicht vielleicht der Brave Bird. Und wenn er reicht, dann wäre das gut, weil er braucht schon die Geisterattacke, um uns rauszunehmen. Ich hoffe. Komm, Weil wenn er jetzt nämlich die Geisterattacke drückt, dann gibt er uns nämlich einen Siegeswille-Boost. Dünner Spuk, reicht er aus, um Dragapult zu killen? Tatsächlich ja, weil er Life Orb ist, wahrscheinlich. Aber die Sache ist... wenn Inzi reinkommt, ist ein Problem, oder wenn Rilla, weil dann kommt nämlich der Fake Out. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Ich könnte aber trotzdem in Juxi gehen und versuchen, den Trick Room rauszuholen. Auf plus 1. Wenn Fake Out da reinkommt, bin ich geliefert. Wenn keiner kommt, bin ich sehr gut dabei. Das Licht sieht nach Gottraum, okay. Ich versuche auf die Angeberei hier zu gehen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ja.
War schon ein Missplay. Ja, Phantoros ist schon strong, das muss ich schon sagen. Ja, exactly. Jetzt hoffe ich ein bisschen auf Hex, weil das war jetzt ein bisschen blöd mit dem Phantoros. Das war recht problematisch. Komm schon. Ui. Ja, ich versuche das mit Donnerblitz anzugreifen. Und hier im Nahkampf. Das ging schnell. Das ging schnell. Ja, der Sash ist ganz nützlich. Ja. Crit. Ja, das sieht nicht gut aus. Sieht halt echt nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. Ja. Sieht halt echt nicht gut aus. Ja, das Phantoros war ein bisschen kritisch für mich. Ich hätte vielleicht auch mit Prim leaden können. Weiß nicht. Was wäre jetzt das Intelligenteste eigentlich, das Phantoros rauszunehmen tatsächlich? Und erstmal das Phantoros zu protecten. Und ich versuche mit einem Sturzflug den zu besiegen. Ja, der Phantoros-Lied hat mir jetzt schon das Genick gebrochen so. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich versuche eventuell vielleicht... Gibt es eine Möglichkeit, einen Dynamax Phantoros zu überleben mit Dragapult? Vielleicht kann ich den ein bisschen bulky machen. Maybe. Okay. Ja. Nehme ich den raus. Weil, sonst wäre jetzt nämlich Zapdos weg. Das ist halt die Sache. Eieiei. Und was kommt als letztes, wenn es Fuego ist? Kritisch. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass er Fuego mit hat. Urshifu, okay. Double Protect. Ich versuche tatsächlich auf die Grimasse jetzt zu gehen und ein Muss wohl versuchen, mit Hex das zu gewinnen, ne? Anscheinend. Tja. Ich muss wohl versuchen, das ein bisschen mit Hex zu gewinnen. Anders kann ich das nicht mehr hier gewinnen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm, 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 bitte, bitte, bitte. Nein! Schade, Mann. Schade, Mann. Ich hätte es gefeiert. Ich hätte es gefeiert. Ich hätte es so gefeiert. Sturzflug, ja. Ich glaube, der kann uns aber schon rausnehmen, ne? Ja, leider, glaube ich. Schade, Mann. Ich hätte es gefeiert. Ja, war knapp. Schon wieder bei 69. Finstertreffer. Ey, wenn ich den überlebe... Nein, der hat sowieso Sucker Punch. Oder der ist Sash. Der ist doch Sash. Der ist da sowas von Sash. Der ist sowas von Sash. Der ist doch sowas von Sash, ganz ehrlich. Der ist Sash. Oder hat Sucker Punch. Der ist Sash oder hat Sucker Punch. Warte mal. Der ist Sash. Der ist Sash. Garantiert ist der Sash. Der ist Sash. Ja, ja, ja. Close, 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 close. Sehr close. Ja, das haben wir mit einem KP leider verloren, aber ist nicht schlimm. Ich habe vergessen, am Anfang Cut zu sagen. Okay, hier kommt jetzt ein Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Kampf. Und damit sind wir zurück und das ist echt ein interessantes Team, not gonna lie. Wenn ich ganz ehrlich bin, so ein
So ein Pumproar sieht halt schon sehr stark aus. Ich würde tatsächlich sogar versuchen, den Trick Room zu verhindern, relativ am Anfang. Und Ghost Spam sieht halt echt gut aus. Da kann man vielleicht noch im Late Game mit Thunderous und dem hier ganz gut Work machen, würde ich sagen. Das Problem ist aber, wenn er mit Dings lead, ne? Ich glaube tatsächlich, ich lead lieber mit Pumpross und boost den so ein bisschen, ne? Dann können wir nochmal mit Yuxi den Trick Room vielleicht reversen oder den setzen sogar. Und nehmen noch Primarene mit, weil er hat nicht wirklich einen Wasserswitch in, das muss man halt sagen. Ja, ich glaube, das ist der beste Plan, den ich tatsächlich machen kann hier an der Stelle. Mal gucken, ob wir den zweiten Kampf zumindest gewinnen. Das wäre ganz gut. Oh, nice Karte, muss man schon sagen, du. Abgesehen davon muss man auch nochmal gucken, ob die Aufnahme so geklappt hat, weil, wie gesagt, ich nehme zum ersten Mal mit Elgato und Greenscreen auf. Vorher habe ich das nicht getestet. Okay. Ich würde tatsächlich auf einen Dünerbrocken hier gehen und auf eine Angeberei. Ja. Ich denke, mein Gegner muss auf jeden Fall protecten. Ich hatte mal einen Gegner, der hat komplett seine Wincon weggeschmissen, ne? Er hat seine Wincon komplett weggeschmissen und das war halt echt lästig. Deswegen gehen wir auf Dünerbrocken, dann kriegen wir auch schon mal ein bisschen Sandsturmschaden. Ich glaube auch nicht unbedingt. Okay, wir Dynamaxen auf jeden Fall zuerst. Mal sehen. Wir Dynamaxen auf jeden Fall zuerst. Ob das so klappen wird, werden wir sehen. Okay, der muss doch protecten, oder? Ah, ne, Dynamaxed, okay. Die Sache ist jetzt, kann das Polaros uns wegrotzen? Er könnte vielleicht sogar seine Weakness Policy selbst aktivieren. Das kann durchaus möglich sein. Aber wir gucken mal. Ich muss nochmal mit dem Team, also ich werde es auf jeden Fall nochmal neu konstruieren, so ein bisschen verbessern, dass ich da auch besser gegen sowas wie Trickbetrug, okay. Interessant. Walschall, okay. Das ist eigentlich nicht so schlimm. Weil mit dem Sandsturm. Aber interessant. Scarf. Er stirbt auf jeden Fall am Sandsturm, das ist halt gewiss. Dünafrost auf Pumpross. Das ist ein Crit. Das ist ein Crit. Das ist kein Crit? Was ist das? Moment. Das ist Live-Op. Warte, warum hat das so viel getan? Warum hat das so viel getan? Wait, Habe ich das irgendwie falsch eingeschätzt? Schon wieder ein Kampf, wo wir gegen Polaros verlieren. Sehr gut. Das habe ich, glaube ich, sehr falsch eingeschätzt. Ich muss damit mehr kalken. Ich muss damit definitiv mehr kalken. Das ist doof. Das ist sehr doof, ne? Ich glaube, ich gehe nochmal raus und muss wohl auf Donnerblitz gehen. Vielleicht hätte ich auch einfach Max Steel Spike in den drücken müssen. Das ist halt die Sache. Heute haben wir echt kein Glück. Das muss man schon sagen. Heute haben wir echt kein Glück. Oh mein Gott. Das war wichtig. Das war wichtig. Das war so wichtig.
Geht, glaube ich, auf den Schmarotzer. Und auf den Donnerblitz, falls er Schutzschild drückt. Okay. Das ist fein. Das ist fein. Wow, okay, ja, der Crit. Ja. Das macht gar nichts. Dynafrost ist okay. Auf Thunderous. Okay, er hat jetzt zwei Mons verloren und ich habe zwei Mons verloren. Er Dynamaxt jetzt zurück. Was heißt das jetzt? Das kommt auf das letzte Mon an. Das heißt das jetzt. Das heißt das jetzt. Ich würde sagen, wenn er Metagross dabei hat, dann hat er auf jeden Fall eher, Was ist es? Was ist es? Was ist es, ha? Metagross. Jetzt stellt sich die Frage. Helping Hand, Hyper Voice. Oder Helping Hand, Moonblast. Ich glaube tatsächlich, Helping Hand und Moonblast auf das Eispferd wäre mein Play. Ja, kommt ein Protect. Nein, reicht das? Modest Life Orb mit Helping Hand. Es reicht. So, und wie verfahren wir jetzt weiter? Wird das wieder ein knapper Los für Kentakio? Oder wird das ein knapper Win für Kentakio? Das und viel mehr sehen Sie bei der nächsten Episode. Und ich war schneller als Metagross. Ich würde gern wissen. Reicht. Schmarotzer plus Schallwelle. Ich werde es versuchen. Er kann jetzt mit Bullet Punch ankommen, aber ich glaube, ein Schmarotzer. Ja, Schmarotzer sollte ein Two-Shot sein. Das würde mich wundern, wenn nicht. Ich habe mir auch ein bisschen gewünscht, dass er einen Angriffsboost bekommt, tatsächlich. Schauen wir mal. Weakness Policy, aber reicht ein plus 2 Bullet Punch, um einen Yuxi mit fast Full HP und 44 in der Death zu killen? Das und viel mehr sehen Sie, okay, jetzt in der nächsten Turn. Aber, wenn, dann haben wir schon wieder knapp verloren. Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht. Wir sind schneller. Wir sind definitiv schneller. Reicht ein plus 2 Bullet Punch, um einen Yuxi rauszunehmen. Yuxi ist mega bulky. Komm schon, Yuxi. Komm schon, Yuxi. Das macht Jackshit, nicht mal ein zweiter Kill. Und. Oh, ey, ey, komm. Ich habe ein richtig beschissenes Polaros-Matchup. Das werde ich auch verbessern mit einer Erweiterung dieses Teams. Aber wir haben uns dafür noch gut geschlagen, ganz ehrlich. Und wir, dafür, dass wir First Turn zweimal unsere Dynamax-User verloren haben, hat es eigentlich ganz gut geklappt. Das andere war ja auch nur ein sehr knappes 1-0. Ja, dann sehen wir uns noch beim letzten Kampf. Bis gleich. Und damit sind wir zurück mit einem sehr interessanten Team, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Aber ganz ehrlich, Primarena im Trick Room sieht mega geil aus. Das muss man halt echt sagen, ne? Frage ist natürlich jetzt, Mats Dale aber auch, die Frage ist, ich glaube, Yuxi und Prim wäre eigentlich ein ganz guter Lead. Thunderous ist auch immer ein ganz nicer Lead, um gewisse Sachen langsamer oder schneller zu machen. Und Mats Dale sieht halt auch extrem verrückt aus. Ich probiere es mal aus. Die Cold Strat sieht natürlich gefährlich aus, das ist klar. Sag mal, kannst ein bisschen, ich hoffe, ich kann den Greenscreen auf jeden Fall aussortieren, das wäre ganz gut. Cole und Dragger, okay. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob, ich glaube, ich sollte tatsächlich, trotzdem auf Bizarro-Raum gehen und ähm,
Dünner Zauber, weil ich könnte mir tatsächlich vorstellen, oder? Gehe ich auf die Dünner Flut. Ich könnte mir halt tatsächlich vorstellen, dass er mein Trick Room zulässt, aber ich bin auf der Low Ladder und ich will nicht predicten. Deswegen mache ich das jetzt so. Ja, okay, ich Dynamaxe zuerst, ist aber ganz normal. Weil manchmal greifen die Leute Braindead einfach, machen sie ihre Strats, ohne nachzudenken. Und wenn ich jetzt so dermaßen predikte, kann es natürlich problematisch sein. Wo ich, glaube ich, mehr Übung brauche, ist so grundsolide halt Sachen covern. Dynamax. Guter Play von ihm wäre jetzt Protect und einfach Prim anchippen. Schlechter Play, er macht seine Strat. Sollte ich sogar vielleicht überleben können? Wird das auch wieder etwas... wird das auch wieder so sein, dass ich einfach meinen Dynamax... Ja, okay. Kann er Prim killen, ist die Frage. Das war... Das ist kein Crit? Das war kein Crit. Ich muss mir wirklich... Also, wenn ich jetzt wirklich ernsthaft in so ein Best-of-Free-Turnier gehe, müsste ich das... Nehme ich, glaube ich, das Team auf jeden Fall und mach's besser. Bin noch nicht so zufrieden. Killt das auf plus 2? Nein. Killen wir? Ja. Ja, das tun wir. Ja, Prim ist im Trick Room und auch Marcel ist im Trick Room. Ach, genau deswegen wollte ich nicht overpredicten, ne? Genau davor hatte ich Angst. Tschüss. Sayonara. Arrivederci. Arrivederci. Bye, bye. Jetzt muss ich nur hoffen, dass er dann nichts Großartiges mehr hat. Ja, der Life-Op stört ein bisschen. Wir gehen auf den Trick Room. Die Sache ist jetzt natürlich, Schmarotzer macht extrem viel auf das Pult. Extrem viel auf das Pult. Und wir haben für Late Game auf jeden Fall auch noch Mudsdale, der auch ziemlich viel Work machen kann. Oder wird. Und mein Gegner hat seinen Dynamax nicht mehr. Dafür hat er meinen Prim aber ziemlich gut angechippt, tatsächlich. Ich würde tatsächlich auf den Schmarotzer hier hingehen und ich denke, ein Dünner Zauber sollte aber auch auf Jolteon reichen. Falls er... Wobei, das ist eigentlich vollkommen egal. Das ist vollkommen egal. Drück deinen Ally-Switch. Ganz ehrlich, drück ihn. Los, drück ab. Aber ich gehe für den Fall auf den Dünner Zauber. Drück ihn, komm. Ich habe Mudsdale in der Back, komm. Ja, nein, okay, gut, dann bist du keiner von diesen Allies mit Spielern hier, ne? Ja, das ist okay. Ich glaube, mein Gegner wird da auf jeden Fall keinen Fuß mehr fassen können. Theoretisch. Kommt ganz drauf an. Mein Primarine ist ja auch relativ low. Mal gucken, wie viel er Schmarotzer macht. Der ist eh Sash. Ja, 50%. Genau deswegen spiel mit Schmarotzer, Baby. Lichtschild. Das ist fein. Das ist fein, das ist wirklich fein. Was kommt jetzt rein, ist die Frage. Was hat mein Gegner noch? Weiß nicht, so eine Aqua-Obi zum Regen? Dragovish. Oh, Dragovish. Ja. Wie gesagt, genau deswegen wollte ich halt nicht overpredicten, ne? Dünner Zauber, ich glaube, auch mit Lichtschild sollte er das nicht überleben. Selbst wenn, ist es nicht schlimm. Ja. No, señor. Das ist nicht das, was ich sehen wollte. So. Okay, da sollte jetzt der Schmarotzer natürlich den Kill holen. Und damit haben wir auf jeden Fall 2 von 3 Kämpfen wieder gewonnen. Es sind immer 2 von 3 Kämpfen. Ich springe zwar immer zu den Kämpfen, aber es ist auch immer so, dass ich trotzdem gute Kämpfe habe und ich muss da irgendwie keinen Kampf rauscutten. Weil, wie gesagt, wenn ich krass aufs Maul kriege oder wenn irgendwie da, wo ich gut spiele, sag ich mal, mein Gegner vielleicht in den ersten 2 Runden rausgeht und disconnected, ist halt auch nicht so interessant zu gucken. Tarnsteine, okay, der, gut, dass ich nicht predicted habe. Wer Tarnsteine auf dem Monster spielt, der, tja, ja, hätte ich jetzt natürlich, ja gut, hier habe ich halt auch krass, also relativ krass gesweept, aber ihr kennt diese Kämpfe, du machst einen Turn und der Gegner forfeitet, die sind halt auch nicht so geil anzuschauen.
Genauso wie wenn ich halt in den ersten zwei Turns besiegt werde. Die sind auch nicht toll anzuschauen. Deswegen mache ich es meistens so, dass ich halt wirklich die interessanteren Kämpfe natürlich hochlade. Ne? Aber bisher war es halt, gab es eigentlich noch gar keinen Kampf so wirklich, wo ich sagen würde, dass ich ihn rausgecuttet habe, wenn ich ehrlich bin. Das war es auf jeden Fall mit der heutigen Folge. Eine relativ kurze Folge, aber hey, soll es auch mal geben. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Abend, Tag und ein nice Life. Macht's gut.